So, ich hoffe, es geht jetzt wieder ein bisschen. Ich habe mich geräuspert, ich habe mich ausgehustet. Hallo, jetzt. Alter. So. Und ich habe auch getrunken. Ich habe auch getrunken, was auch sehr wichtig ist, wenn man viel spricht, weil viel sprechen heißt viel trinken. So. Dann gehen wir mal. Ich schau mal ganz kurz. Beim Geistlichen müssen wir noch mal ganz kurz vorbeischauen. Hier ist der Jäger Lebkuchen, der königliche Jägersmann. Das, ja, mit dem haben wir ja schon gesprochen und der ist auch ein bisschen unfreundlich gewesen zu uns, weil wir ja nicht ganz menschlich sind. Alter, mein Hals. Was ist denn los hier? Ich hab erst 4 Folgen. Kann auch jetzt noch nicht aufhören. Das geht ja nicht. Wir haben das früher gemacht. Sturm auf. Sturm auf, ja, natürlich. Sturm auf. Sturm auf und ganze Flasche leer. Gott, das mache ich auch nie wieder. Alter, Moment. Ich muss mal ganz kurz. Moment. Alter, okay. Ich hoffe, es war jetzt rausgeschnitten. Wenn nicht, ist es, glaube ich, von der Länge her verkraftbar. So. Schauen wir mal. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher. Ja, erwartet eine Flut, natürlich. Es ist ja natürlich auch Sintflutregen. So. Schauen wir mal. Wir brauchen den geistlichen alten Tatakreis. Der kniet hier im Regen, auch im Regen hier im Garten, wollte ich sagen. Sprecht schnell. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Ja. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ja, natürlich, hier. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Man dankt, alter Mann, man dankt. Sprecht, schnell. Ich will aber langsam sprechen. So, hier. Ich möchte in die Stadt, aber ich brauche einen Brief. Eine Art Pass. Nur Ritter des Ordens haben Pässe, aber als Kaplan habe ich auch einen. Kann ich ihn haben? Ihr? Ein Fremder? Ein Streuner? Habt ihr den Verstand verloren? Sprecht, schnell. Hier, seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Kaplan ist auch so ein Wort, das habe ich schon seit Urzeiten nicht mehr gehört. Ja. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Ja. Das ewige Feuer. Ohne Zweifel. Kehrt in euer finsteres Leben zurück, Heide. Okay, noch etwas. Noch etwas. Sprecht, schnell. So, ich weiß übrigens, wo die Bestie herkommt. Wir haben gerade mordsmäßig über unsere Grundsätze gestritten. Aber jetzt hier mal Butter bei die Fische. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orenz. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen.
Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Okay. Das heißt, wir können jetzt wieder zum Gasthaus. Aber wir haben 1000 Ohren, immerhin. So. Wir haben 1000 Ohren. Finde ich toll. Schöllkraut haben wir auch. Brauchen wir nicht. So, das heißt, wir müssen zum Gasthaus. Ich schau lieber nochmal auf die Map. Nicht gut. Nicht gut. Definitiv nicht. So, nicht auf die Map. Ich sollte aufs Journal schauen. Hier zu den Quests. Quests. So. Salamandra-Versteck in einem der verlassenen Häuser eindringen. So. Ja, kann ich das jetzt hier auf der Karte? Zum Gasthaus. Hier. Map. Gasthaus. Natürlich. Da, wo wir schon waren. Gerade vor 2 Minuten. Alter, meine Nase juckt, mein Hals kratzt. Ja, ich bin erkältet. Ich geb's zu. Ich bin wahrscheinlich leicht erkältet. Da hinten ist ein Ort der Macht. Sehe ich gerade. Ich muss niesen. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist das für eine Aufnahme hier? Heute? Es ist uncool. So, da hinten ist ein Ort der Macht und ich komme da nicht hin. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht beim Jägersmann vorbei. Schauen wir mal, ob ich da irgendwo... Das ist nicht der Jägersmann, aber das macht nichts. Nein. Wie komme ich denn da hin? Sag mal. Auf jeden Fall ist das ein Ort der Macht. Komme ich da irgendwie zu dem Feld rüber? Ich weiß es gar nicht. Ich schau mal da vorne. Verschlossene Tür. Ich kann da definitiv nicht rausklicken. Aber das ist ein Ort der Macht. Ich weiß es nicht. Irgendwie wird's gehen. Ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwie ganz bestimmt. Kriegt man hier eigentlich auch Fertigkeitenpunkte? Salamandra-Lakai. Hi. Erstmal reden mit denen, ne? Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch. Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. Sterbt, Pisskopf! Ja, nennt mich Pisskopf, habt ihr recht. So. Erstmal hier Gruppenkampfstil, obwohl ich eh nur einen treffe, irgendwie. So, kann ich jetzt bitte irgendwie mal einen umhauen? Das wäre nicht schlecht. So. Ach, schön. Gerade den Kampfstil umgestellt und schon gewonnen. Das heißt, hier in dem Haus drin ist es. So. Ja, schön. Die Ohren nehmen. Ich nehme euch die Ohren ab und kauf mir damit irgendwas zu trinken oder so. Ich weiß es gar nicht. Irgendwas werde ich mir schon kaufen drum. Warte mal. Das hier ist genau der Weg, der zum Ort der Macht hinführt. Kann das sein? Fass. Tür. Schüssel. Ort der Macht. Ich gehe mal zum Ort der Macht oder zumindest dahin, wo ich denke, dass der Ort der Macht sein könnte. Was? Neue Region wird betreten. Fahrt zur Höhle. Aha. Welche Höhle und welcher Pfad dahin? Ich weiß es gar nicht. So, Ort der Macht ist auch hier. Wunderschön. Na, was werde ich tun wollen? Ritual der Magie natürlich. So. Ja. Mein Kampf. Da steht tatsächlich mein Kampf. Alter. So. Map. Wo sind wir denn da gerade? Da. Höhle. Interessant.
Wir werden noch herausfinden, was das für eine Höhle ist, denke ich. Früh genug. Da brauchen wir nicht jetzt vom Pfad abzukommen. Geh mal ganz kurz hier in dieses Haus rein. Schau mal, ob das vielleicht irgendwie das Salamandra-Versteck ist. Möglicherweise ist es das, ja. Wow. Okay, hier. Salamandra-Chef. So. Alter. Wo hab ich bitte hingezielt und wo hat Geralt das Igni hin geschleudert? Sterbt, Schwein. Wer stirbt selber? So. Hier erstmal Wolfstil. Alles klar, nicht wahr? Jawohl. Und haben wir ihn besiegt. Wunderschön. Wunderschöne Technik, Geralt. Wunderbar. So, Brevischer Krieg. Das da und das da. Warum ich die mitnehme, verstehe ich selber nicht, aber ich nehme sie halt mit. Da ist übrigens eine schöne Falltür. Hier und da. Da haben wir noch Überreste. Nein. Da haben wir noch Überreste. Das da. Feuerstein. Ja, nehmen wir auch mit. Jetzt läuft mir hier die Nase, Alter. Uncool. Uncool ist das heute. Uncool. Naja, nein, hier, da, nein, 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 hier, ja. Folgendes hier. Falltür. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich bezweckt habe damit. Ich wollte eigentlich, dass du hier die Falltür öffnest. Ach so. Behälter. Belegtes Brot mit Huhn. Ist da auch ein belegtes Brot mit Ei drin? Das, und eisgekühlte Coca-Cola natürlich. Hashtag not sponsored. Hashtag ist it's just a Volkslied, Bro. So. Was haben wir denn da Schönes? Vor allem it's just a Volkslied, Bro. Der Hashtag ist aber, der hat was, ne? Der Hashtag hat was. It's just a Volkslied, Bro. Alter. Vor allem das Wort Volkslied. Könnte man dieses Lied als Volkslied bezeichnen? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, ne? So, erstmal wieder auf Hexerart das Tor öffnen. Wunderbar, so. Schauen wir erstmal, wer ist eigentlich Olaf, der den Schlüssel hat? Also, Olaf hat den Schlüssel, aber wer ist Olaf? Gibt's dann Öl von dem? Ist das das Oil of Olaf? Was machen die mit Shani jetzt hier irgendwie so Gangbang? Nein! Lasst mich in Ruhe! Oh, kleines Täubchen, go uns ein anderes Lied. Finger weg! Die ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikols Mädchen, Ilsa. Die hat vielleicht geschrien. Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten, genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Wir wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Nicht? Ach, wirklich? Ihr Dreckskerl! Hier jetzt, hallo, jetzt, hier, Gruppenkampfspiel. Jetzt kann ich kämpfen, sehr schön. Ich find's auch toll, dass Shani hier in Ich töte euch wie einen Hund! Im Schadensradius steht. So. Haben wir jetzt einfach mal 6 Leute ausgeschaltet. Kein Problem. Geralt, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Seid ihr wohl auf? Jetzt, ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Die werden niemanden mehr belästigen. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Visima. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Die Straßen sind unsicher.
Nein, ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie fertig, Geralt, für mich. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Ich sollte seine Taschen durchsuchen. Aha, Olaf ist also der Schankwirt. Interessant. Schauen wir mal. Hier, Schlüssel. Schlüssel zum Salamandra-Versteck. Nice. Nehmen wir mit. So, aber als allererstes schauen wir natürlich auch hier, was die hier bei sich haben. Was haben die denn? Aha, einen Feuerstein brauche ich nicht. Ich habe Igni. Hier, nehme ich auch mit. Danke. Hier. danke und Dankeschön. Hier kann ich auch alles mitnehmen. Da haben wir doch noch den letzten und dann nehmen wir auch alles mit. Und Shani steht jetzt, musste die nicht gerade los? Hat die nicht gerade gesagt, dass die los muss? Ja, das finde ich auch. So. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal raus hier und dann müssen wir irgendwo nach rechts abhauen. Hallo? Jetzt. Nach rechts abhauen und verlassenes Gebäude. Ach so, natürlich, ja. Die Falltür aufschließen wahrscheinlich damit. Ich verstehe. Mein Handy hat sich gerade ausgemacht. Und ich habe mich gerade wieder rausgeklickt. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön, dieser nicht vorhandene Screenlock. Warum macht sich mein Handy aus? Normalerweise mit 25% Akku komme ich noch irgendwie so einen halben Tag aus, wenn ich nichts mache damit. Jetzt habe ich mit 25% Akku, habe ich gerade gehabt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Die geht jetzt 1 Stunde 37 Minuten. 1 Stunde 39 Minuten. Nun ja. Auch egal. Aber wozu brauchen die Salamandra Kinder? Das verstehe ich nicht. Naja, ich denke, wir werden es rausfinden. Schauen wir mal, was wir vorfinden da unten. Falltür. Aha. Aha. Schauen wir mal. Guten Tag. Ja, natürlich steck dein Schwert weg, Hexer. Na klar. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yavets Überzeugungskraft. Hä? Wer ist Azar Yavet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Ja, genau, alle ihr zusammen, wollt, auf ihn! Die Salamandra herauszukommen. Doch, dieses Gespräch hätten wir uns ja auch sparen können irgendwie. Ihr seid tot! So, würde jetzt bitte Geralt mal einen Angriff starten? Dankeschön. So. Salamandra-Chef, das ist der hier, okay. Ich soll sterben? Nö. Du stirbst ja eh für mich. Inventar, Moment. Ich habe keine Schwalbe ausgerüstet. Habe ich überhaupt noch? Ich habe keine Schwalbe mehr, ne? Weiße Möwe, Schneesturm. Ich habe keine... Au. Au. Okay. So. Alter, war das knapp. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Bist du Alvin? Ja. Warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Ziege! Gut, dass du in Sicherheit bist.
Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach.